Ich habe zwei Jungs und zwei Töchter, die sind 15, 22, 25 und 27. Und ich habe mich schwer damit beschäftigt, wie kann man eigentlich ein guter Vater sein und insbesondere für meine Jungs. Und da bin ich auf Stephen Biddulph gestoßen, ein Australier, der sich mit Erziehung in Naturvölkern beschäftigt hat. Und er hat gesagt, wenn wir Männer nicht einen Ruck machen, dann haben Frauen in unserer Gesellschaft nur die Möglichkeit, Scheißtypen zu werden. Und ich glaube, das stimmt. Insofern müssen wir als Männer sozusagen auch einen Schritt machen. Und vielleicht könnt ihr uns anregen oder mitnehmen. Natürlich. Ja, wo finde ich meine Bestimmung? In der Backstube. Also ich bin in der Backstube groß geworden, hier im Westen von München, in Germering, um das genau zu sagen. Und da, wo heute an dem kleinen Stachus in Germering eine Filiale von Max Wimmer ist, da war früher die Bäckerei Paul Achazi. Und das ist mein Vater gewesen. Und ich bin als drittes Kind in dieser Bäckerei groß geworden und ich hatte vier Mütter. Das prägt mich sehr. Und vier Mütter, es sind meine Großmutter, meine Mutter und zwei ältere Schwestern, die 8 und 13 Jahre älter sind. Also ich habe die immer so ein bisschen wie meine Mütter erlebt. Ich glaube, sie hatten es schwer mit mir, also meine Schwestern. Aber es hat mich eigentlich sehr geprägt, dass ich ein Umfeld hatte von Menschen und ich sozusagen Arbeit und Leben als Einheit erleben durfte, als Kind. Und neben den vier Müttern gab es natürlich auch eine Menge Männer, weil wir hatten eine Backstube und wir hatten eine Konditorei und es waren ungefähr 15 Mitarbeitende bei uns. Und ich wollte als Junge einfach Bäcker werden. Also das war mein Ding. Ich konnte nämlich am Nachmittag immer in so großen Mehlkisten mit meinen Autos spielen. Manchmal sind Autos auch verloren gegangen. Die sind dann wahrscheinlich als Wunderüberraschung im Brot wieder aufgetaucht. Und ich habe am Nachmittag Plätzchen gebacken, weil da war immer ganz viel Mürbteig irgendwo unter einer Plastikfolie. Und ich habe leidenschaftlich gern Rohmarzipan gegessen. Da wurde ich älter und dann habe ich meine Leidenschaft für Maschinen und Motorräder entwickelt. Und dann habe ich auch Schwierigkeiten mit den Bäckern bekommen, weil ich habe dann auf der Marzipanplatte meinen Motor zerlegt. Das war eine schöne Marmorplatte. Und ich habe eine Einbrennlackierung im Ofen gemacht. Die war auch nicht so optimal. Aber das Wesentliche, was mich dann wirklich zu meiner Bestimmung geführt hat, war dann mein Vater, weil er sagte zu mir immer, du musst das tun, was du wirklich willst. Und er hat zu mir gesagt, als ich 17 war, habe ich mich freiwillig an die Front gemeldet, um von zu Hause wegzukommen. Und das hat mich sehr berührt, also was er da zu mir gesagt hat, weil mein Vater war ein sehr eigenständiger Mensch und er hatte wiederum einen Vater, der sehr dominant war. Mein Großvater Martin war beim Heer in Österreich-Ungarn, er war Rittmeister und er führte zu Hause ein strenges Regiment. Der hatte eine Behinderung, weil er einen Reitunfall hatte vor dem Ersten Weltkrieg und er hatte einen gelähmten rechten Arm. Aber er war irgendwie ein zäher Hund und er hat dann mit den großen Kaltblüterpferden alleine im Wald gearbeitet und hat Bäume gefällt, einarmig. Das war so mein Großvater. Und mein Vater, der hat mir mal eine Geschichte erzählt, dass er in der Schule war, so zählen gelernt hat, so mit 8, 9 Jahren. Und er ist zurückgekommen an den Bauernhof und er wollte mal sein Zählen ausprobieren. Und dann waren da die Küken rumgelaufen, sind immer durcheinander gelaufen. Er wollte sie zählen und dann hat er sie gepackt, hat ihnen den Kopf umgedreht und hat sie alle der Reihe nach aufgereiht, hat sie gezählt und dann wollte er sie wieder aufstellen und dann waren sie halt tot. Und das hat mir so gezeigt, dass wir früher, also in einer ganz anderen, wie soll ich sagen, auch Naivität noch unterwegs waren. Und mein Vater hatte so eine ganz unbeschwerte Kindheit. Und das sind Dinge, die mich geprägt haben. Und ich habe nie eine Erwartung erlebt von meinen Eltern. Ich hatte nie Leistungsdruck und ich habe immer Überfluss erlebt.
Also als ich klein war, ich meine, es gab immer was zu essen in der Bäckerei, ganz natürlich. Und es gab zum Essen bis zum Abwinken. Ja. Ich konnte mich nachmittags, konnte in den Laden gehen, konnte mir eine Torte runterschneiden und habe halt gegessen. Ich habe halt unglaublich viel gegessen. Und wenn mein Vater nicht Bäcker gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich sagen können, ich würde ihm die Haare vom Kopf essen, weil der hatte genauso eine Frisur wie ich. Und meine Mutter, die kam aus Hamburg. Und von ihr hat sich bei mir was eingeprägt, nämlich ein plattdeutscher Satz. Und der hieß, tu, was du willst, die Lütz nackt doch. Und das heißt übersetzt, tu, was du willst, die Leute werden immer reden. Also bemühe dich gar nicht, das irgendjemandem recht zu machen. Und das ist für mich so eine Mixtur. Also diese Freiheit von meinem Vater, er sagt, geh deinen Weg. Und das Zweite, mach was und kümmere dich nicht, was die Leute sagen. Und das ist für mich, wie soll ich sagen, das ist einfach meine Kindheit. Und wenn ich jetzt hier irgendwas sagen würde, wo sie sagen, so ein Arschloch, dann wäre mir das völlig egal, wenn das aus meinem Herzen kommt, wenn mir das wichtig ist. Und so bin ich dann nach München gegangen, habe Maschinenbau studiert, weil ich wissen wollte, wie meine Motorräder, die ich zerlegt habe, auch noch schneller gemacht werden können. Und habe dann gestaunt, dass ich da an der TU Mathematik habe. Das hatte ich in der Schule abgewählt. Musste das alles nachholen und dann war für mich so die Maxime, der Vierer ist der Einser des kleinen Mannes. Und insofern habe ich dann mein Diplom mit 3,2, glaube ich, gemacht. Aber eine hervorragende Diplomarbeit mit 1,0, weil die Dinge, die mich interessiert haben, habe ich immer gut gemacht und gerne gemacht. Und dann war in dieser Zeit, in der ich mein Diplom gemacht habe, es war 1988, da waren so ein paar Themen, die mich dann doch berührt haben. Zum einen ein Vortrag von einem holländischen Professor an unserer TU, der war 84 und der hatte ein Referat gehalten über die Verantwortung des Ingenieurs in der Gesellschaft. Und da war ich 23 und da hat bei mir eigentlich der Blitz eingeschlagen, weil mir auf einmal klar wurde, dass wir ganz viele Themen in unserer Gesellschaft haben, wo wir immer aus bestimmten Fachbereichen Teilantworten geben, aber eigentlich immer unzulängliche Antworten. Und dann habe ich mir gedacht, wir müssten an unserer Uni ein Institut haben für interdisziplinäre Technik. Und ich habe mit dem Professor geredet aus Delft und der hat einfach gesagt, dann gründet das. Und dann haben wir 1985 an der TU München eine Studenteninitiative gegründet. Die haben wir damals angepasste Technologie genannt, nach dem Buch von E.F. Schumacher, Small is Beautiful. Und dann haben wir unsere eigenen Vorlesungen gemacht, immer Leute eingeladen und uns breiter aufgestellt. Ich habe bei Frederik Fester gearbeitet, in der Nussbaumstraße, im Biologe. Und ich habe eigentlich keine Maschinenbauvorlesungen mehr gehört. Und es war eben eine andere Zeit. Also ich habe mit 1000 Leuten angefangen im Audimax, noch in der Arzisstraße. Und es hat niemand gemerkt, ob du kommst oder gehst. Und ich habe nach meinem Vordiplom einfach eine Auszeit genommen und habe eine Weltreise gemacht, ein halbes Jahr. Ich habe mich nicht an der Uni ausgeschrieben. Es hat einfach keiner gemerkt, dass ich nicht da war. Und das war dann 85 und da bin ich zurückgekommen. Und dann ist mir was deutlich geworden und das war nächster Schritt, ein Einschnitt eigentlich 85, weil ich war in Asien, war auch viele Monate in Australien, aber mir ist deutlich geworden, dass es da im Osten tatsächlich eine gelebte Spiritualität gibt, die ich nicht begreifen konnte. Die kam mir entgegen, aber ich wusste nichts damit anzufangen. Und dann ist mir meine Großmutter wieder eingefallen, die eben die vierte oder die erste Mutter war. Und die lebte bei uns in der Bäckerei und mein Vater sagte immer, die Großmutter, die hat es in ihrem Leben zu nichts gebracht, weil die wohnte einfach bei uns, die hat sich nach dem Krieg scheiden lassen und meine Großmutter hat sich mit Anthroposophie beschäftigt. Und das hat sie mir immer erzählt. Sie hat mir immer über Engelwesen erzählt, über wiederholte Erdenleben, über alles Mögliche. Und ich liebte meine Großmutter, aber ich dachte immer, was erzählt die mir für einen Quatsch? Ja, ich habe immer gedacht, meine Güte, die ist ein bisschen ausgeflippt. Und als ich dann den Film Harold and Maude gesehen habe, dachte ich, so ist meine Großmutter, weil die am liebsten ist sie auf Beerdigung gegangen. Und dann war ich in Asien und dann hatte ich das Gefühl, das sind Dinge, die ich jetzt wieder erlebe. Und dann kam ich zurück im Oktober 85 und habe noch ein Buch von ihrem Keller gefunden, von Rudolf Steiner. Das habe ich durchgelesen in 2 Tagen. Das hatte den Titel Die Akasha-Chronik. Und da stand was drin, was ich überhaupt nicht verstanden habe, aber ich wusste, dass es wahr.
Und das war für mich ein Auslöser, wo ich mich eigentlich mit geistigen Fragen und Spiritualität beschäftigt habe. Und ich bin davon überzeugt, dass wir als Menschen, die wir heute hier auf der Erde sind, eine gemeinsame Aufgabe haben, nämlich diese Erde zu verwandeln. Und zwar mit unserer Liebe. Und wo die hingehört, ist das Wirtschaftsleben. Das ist mir nach und nach gedämmert, dass ich glaube, global brauchen wir ein Wirtschaftsleben, in dem die Liebe das Zentrale ist und nicht Wettbewerb und nicht Wachstum. Und ich habe dann... Und ich hatte damals mit Walter Kreu, der damals bei MBB war, ein Gespräch. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich habe jetzt noch mal bei Adam Smith gelesen, die Marktwirtschaft verwandelt Eigennutz in Gemeinwohl. Da habe ich gesagt, so ein Scheiß, wenn ich meinen Eigennutz nicht selber verwandle, dann macht es kein anderer. Und ich hatte so ein starkes Freiheitsgefühl. Und da habe ich gesagt, ich muss das abschaffen. Das ist doch Bullshit. Ja, das müssen wir doch jeder selber für sich entscheiden, wo mein Eigennutz ist und wo nicht. Und es dauerte aber eine Weile, bis ich mit dem Thema weiterging. Und das wäre für mich eine andere Erfahrung. Ich glaube, man muss mit sich selber Geduld haben. Also wenn ich gucke, was sind Widerstände in meinem Leben? Oder du hast eine Frage gestellt, was sind deine Widersacher? Da ist mir klar geworden, ich bin mein größter Widersacher. Weil ich war immer ungeduldig. Ich war sau ungeduldig. Ein Freund von mir war Skilehrer, so mit 18, hat er gesagt, Hanjo, willst du nicht Skilehrer sein, du fährst doch gut Ski. Habe ich gesagt, ich werde doch nicht vom Haufen Deppen herfahren. Ja? Und da kommt vielleicht noch was Zweites dazu, ich war auch eine arrogante Sau. Also ich habe immer... So. Das war aber nicht immer vorteilhaft. Ja? Also weder das eine noch das andere. Auf jeden Fall habe ich dann das Maschinenbaustudium fertig gemacht, bin Ingenieurbüro nach Wien gegangen, war sehr heilsam für mich, nach Wien zu gehen, weil es hat meinem Temperament gut getan. Ein bisschen. Ja, es ist, die Sabine ist da, aber nicht böse sein, gell? Aber ich habe eben gelernt, wenn wir sagen, die Lage ist ernst, ist aber nicht hoffnungslos, sagte der Wiener, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Und insofern habe ich da viel Humor gelernt und ein bisschen chillen. Und dann bin ich von dort nach Köln gegangen und habe im Gerling-Konzern Versicherungen, wo ich mir nie im Leben gedacht hätte, dass ich da mal hingehen würde, eine Umweltschutzabteilung aufgebaut. Und das war für mich eine tolle Erfahrung. Ich habe in einem Umfeld gelebt, wo ich wusste, ich darf durch alles auffallen, nur nicht durch meine Kleidung. Weil das war so konservativ dort und ich wollte auch nicht durch meine Kleidung auffallen. Ich habe dort in Köln mit meiner Frau Stefanie 3 Kinder bekommen und der 4. ist dann später zur Welt gekommen. Und für mich sind die Kinder dann eigentlich die starken Erzieher geworden. Also die haben mich sehr geprägt. Und ich glaube, wenn wir heute auf die Kinder gucken, das ist ganz wichtig, dass wir für die Räume schaffen. Also und zwar genauso jenseits von Leistung. Also wir brauchen einfach da viel mehr Liebe. Und mit meiner Tochter Rosemarie, als die 3 war, die hat immer gebrüllt, wenn die aufgewacht ist. Die hatte eine unglaubliche Energie, hat Mittagsschlaf gemacht. Habe ich die aus dem Bett geholt, bin die Treppe runtergegangen. Und dann bin ich auf meinem Terminkalender ausgerutscht und bin die Treppe runtergefallen. Habe die Rosi aber nicht losgelassen, aber ich konnte dann eigentlich nicht mehr gehen. Und war 3 Tage im Bett gelegen. Und dann ist mir klar geworden, dass Rosi mir ein Geschenk gemacht hat, weil sie hat mir meine Lebensaufgabe geschenkt. Die ist mir 2001 so klar geworden, dass ich sie aufgeschrieben habe und seitdem nicht mehr verändert. Und die lese ich Ihnen jetzt vor. Und wie bin ich in der Zeit? Also ich habe es einfach Aufgabe genannt. 4. August 2001, ich bin am 6. August geboren, ist also ein Geschenk zum Geburtstag. 39. Ich möchte einen Beitrag leisten, einen Weg zu finden, auf dem Menschen in sich die Freiheit erleben und die Fähigkeit erwerben, das Wirtschaftsleben
umzugestalten. Die Wirtschaft, die den Menschen immer mehr in einen äußeren Zwang einspannt, der die Herzen verhärtet, soll durch praktisches Tun verwandelt werden. Dabei soll eine Ordnung entwickelt werden, die jeweils aus dem Seelenleben der beteiligten Menschen geschöpft wird und damit nicht nur innerlich nachvollzogen, sondern auch als selbstständig hervorgebracht erlebt werden kann. Der Mensch wird dann auf dem Feld des Wirtschaftslebens keinem Mechanismus mehr gegenüberstehen, dem er sich ohne Wenn und Aber beugen muss oder darf, sondern einem lebendigen Ordnungsprinzip, das er aus der Situation und für die Situation selbstständig hervorbringt. Wirtschaft wird damit zum höchsten Ausdruck der Menschlichkeit. Diese Verwandlung kann von Menschen hervorgebracht werden, die in sich die persönliche Reife und die Fähigkeit zur Kooperation bereits entwickelt haben und von Menschen, die eines guten Willens sind. Menschen, die weder die Aufgabe als Herzensfrage erleben, noch bereit sind, sich auf den Weg zu machen, um sich selber zu verändern, können zunächst nur unmittelbar keinen Beitrag zu dieser Aufgabe leisten. Sie wirken aber unbewusst daran mit, indem durch ihr Verhalten Not entsteht, aus der die Aufgabe wiederum deutlicher erkennbar wird und dadurch immer mehr Menschen an der Not erwachen können. Eine Verwandlung des heutigen Wirtschaftslebens ist aus dem Grunde möglich, weil ein Wirtschaftsleben, das auf die Grundlage menschlicher Geistes- und Seelenkräfte setzt, um ein Mehrfaches leistungsfähiger ist als ein Wirtschaftsleben, das die individuellen Kräfte blockiert, einspannen will und jedem Einzelnen von außen seinen Platz zuweist. Wo jeder Einzelne steht, wo er am fruchtbarsten für andere arbeitet, wird sich spielerisch herausstellen, wenn wir ehrlich, offen und respektvoll miteinander umgehen. Ordnungs- und Gestaltungskräfte für die Gemeinschaft ruhen verborgen im Kosmos, in einem Bereich von Kräften, aus denen alles Lebendige als Naturtat hervorgebracht wird. Alles das, was weisheitsvolles Schaffen in der Natur ist, wartet darauf, dass es von Menschen, zunächst von Einzelnen, erkannt werde und nach als freie Kulturtat in die Gestaltung der sozialen Verhältnisse einfließt. Ein aus geistigen Gesichtspunkten erkanntes und aus Liebe zur Tat gewolltes und gemeinschaftlich verwirklichtes Wirtschaftsleben bildet den Hintergrund für ein gesunden, von Erde, Gemeinschaftsleben und individueller Entwicklung.